Herzlich willkommen bei Wissenslust. Und ich habe ja auch einen Beitrag gemacht, unter anderem zu Strophanthin, oder habe auch schon erzählt, inwiefern das gut helfen kann, wenn man Migräne und sowas alles hat. Und hier möchte ich euch nochmal einen kleinen Ausschnitt dazu geben, wie es dazu kommt, dass manche natürlichen Dinge, die wirklich gut sind und vielleicht auch nicht so viel Geld kosten, plötzlich nur noch umgewandelt werden müssen und man bekommt dies nur noch auf Rezept. Aber hört mal selber. Sich zu merken, und was genau man dort? Meine Homepage mit, ja, drei, mit ungefähr 50 verschiedenen Menüpunkten, und da kann man sich einfach durchklicken, was einem interessiert. Gibt es dort auch ein Verzeichnis von Ärzten, da ich mich hinwenden könnte? Ja, der achte Menüpunkt heißt, durch wen erhältlich. Ja. Das sind 250 Ärzte, die Fachärzte für Strophanthin sind. Tatsächlich, das gibt's noch. Das gibt es. Ja. Es ist immer traurig, immer noch traurig. Wir haben 300.000 Ärzte und 250, die Strophanthin weitergeben. Ja? Die beraten, die schreiben das Rezept. Strophanthin ist, als es von dem Professor Schettler 1971 als unwirksam deklariert worden ist und verschiedentlich, na, mal 3% Resorption, mal 5% Resorption, mal gar keine Resorption, ist es rezeptpflichtig gemacht worden. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wenn etwas nicht wirkt, warum wird es denn rezeptpflichtig? Ja, das versteht man vieles in der Medizin nicht. Aha. Und in der Naturmedizin ebenfalls nicht. Ja? Warum wird zum Beispiel in Frankreich jetzt möglicherweise die Brennnessel rezeptpflichtig? Was? Ja. In Frankreich gibt es sowas wie eine Brennnesselkultur. Ist nicht wahr. Ja? Ach Gott, oh Gott, da kommt ja in die Schweiz, da kommt ja dann der Löwenzahn auch noch als nächstes. Ne? Es sei denn, wir, Sie mit Ihrer Aktivität haben immer mehr Durchbruch. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir nicht durch Wissenschaft das hinkriegen, sondern durch Graswurzelarbeit. Das heißt, jemand hat Erfolg, und ich hätte ja gerne ein paar Erfolgsgeschichten vorgelesen. Drei Sätze nur. Der sagt das weiter und wieder weiter. Und genau so ist die DDR gefallen. Nicht durch Wissenschaft, durch Marxismus-Leninismus-Vorlesungen, sondern dadurch, dass ein Manko da war. Ein Manko an Kultur, an Wirtschaft, an Aufbauarbeit. Und in der Kardiologie, in der Medizin gibt es ein Manko für alle chronischen Krankheiten. Ja, also man sagt ja eigentlich, man ist gescheitert mit chronischen Krankheiten. Gescheitert. Weil ich kenne viele Mediziner, sagen, wenn sie nur das Wort chronischer hören, haben sie einen dicken Hals, weil gibt nichts chronisches. Mit Recht, weil sie nämlich frustriert sind. Ja. Mit Recht, ja. Ich habe noch eine kritische Frage. Und sie tun so, als hätten sie was. Ich hatte kürzlich mit einer Ärztin gesprochen und mal über die schwarze Salbe gesprochen. Ja, ich kenne sie. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kennt das, ist hervorragend, aber es ist einfach auch uns Ärzten untersagt, mit sowas zu arbeiten, weil wir letztendlich die Absorption verlieren könnten, wenn wir mit schwarzer Salbe arbeiten. Ist das beim Strophanthin kein Thema? Nein, das ist kein Thema. Und zwar, Gott sei Dank, war Strophanthin 150 Jahre in der inneren Medizin die Nummer 1. Da gab es sogar keine Kardiologie. In der inneren Medizin die Nummer 1. Und hat tausende von Menschenleben gerettet. Es war wirklich in. Ja. Da können Sie mir vielleicht mal eine Zusammenfassung machen. Für welche Art Zuschauer und Zuschauerinnen wäre Strophanthin ein Thema, wo Sie sich näher auseinandersetzen sollten? Ja, und wenn euch das interessiert, dann setze ich euch wie immer einen Link drunter und dann könnt ihr da ja sehr gerne reinschauen. Und wie er das schon so sagte, lasst uns also wie die Graswurzeln sein. Gebt es weiter und weiter und weiter. Denn Strophanthin muss in aller Ohren sein, unbedingt, und vielleicht auch in aller Herzen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid gesund oder ihr werdet wieder gesund. Liebe Grüße zum nächsten Mal, hoffe ich doch, dass ihr wieder dabei seid.